Besonders das Planen, das Pläne machen, das sich organisieren, offenbart hierin seine heimliche Zwanghaftigkeit. Das Sachliche muss eben auch hier auf dem Platz machen für das Formale. Der Plan ist also, könnte man sagen, bedeutender und motivierender als die eigentliche Bewegung. Anders gesagt, der Plan wird selbst schon zu einer Befriedigung für diese Personen, statt die Bewegung, das Schöpferische selbst. In einer fantasierten Weise kann man sich mit dem Plan ja nicht nur an der Macht der Kontrolle aufgeilen. Nicht weniger als das Schicksal liegt ja in dieser Hinsicht in der eigenen Hand, sondern kann man auch den Ausgang des Schaffens bereits fantasiert vorwegnehmen bzw. genießen. Wenn ich diesen Plan durchziehe, dann werde ich dann und dort sein, und weil ich ja so sehr daran glaube, dass ich es machen werde, bin ich eigentlich jetzt schon hier und muss in Folge den Plan noch nicht mehr durchziehen, weil ich bin ja schon da. Der Plan ist also in dieser zwanghaften Hinsicht eben nicht der Versuch, in die Arbeit zu kommen, sondern gerade der Versuch, nicht in die Arbeit zu kommen. Die Grundannahme der psychischen Existenz und des Genusses wird darin eben nicht anerkannt. Keine Lust ohne Unlust, keine Befriedigung ohne Frustration, keine Entspannung ohne Spannung. Im Himmelreich der Fantasie ist nicht nur alles möglich, es ist auch jetzt und hier möglich. Jedoch eben nur in der Fantasie. Hörte der Plan auf, hörte diese Fantasie auf. Und somit auch diese Art des narzisstischen, also weil in sich und nicht zur Welt gekehrten Genusses. Und funktioniert dann etwas nicht so, wie es soll, blickt man eben nicht auf den eigentlichen Punkt, Lust, Unlust, sondern macht sich einen neuen, einen besseren, einen anderen Plan. Wollte man aber wirklich zur Arbeit kommen, etwas schaffen, müsste man nicht den Plan besser machen, sondern den Plan aufgeben. Das, was du hier siehst, ist übrigens nur ein kleiner Ausschnitt aus meinem kompletten Video, die Psychoanalyse der Zwanghaftigkeit, welches ich hier verlinke. Darin gehe ich noch viel umfassender und tiefer auf Themen wie Prokrastination, Pläne, Ziele, Analität, Transsexualität, Homosexualität, Geld, Ideale, Narzissmus, Verstopfung, Durchfall, Helfersyndrom, Ernährungsfertig und vieles mehr ein. Jetzt aber weiter mit dem Video. Und wie verloren und frustriert sich gerade diejenigen Produktiven in Anführungszeichen fühlen, wenn sie ihren Plan aufgeben sollen, ist meiner Ansicht nach ein eindrückliches Beispiel für jenen insgeheimen Genuss. In der Hinsicht ist bei solchen Charakteren auch die Eroberung der Frau keine Sache der Spontanität, keine Sache des Impulses, der Abenteuerlust, der Initiative und der Freiheit, sondern es wird, man könnte so sagen, in einen Plan hineingearbeitet. Wie mache ich es? Wann mache ich es? Und wie lange muss ich mich im Monk-Mode aufhalten, um der zu sein, der ich sein will, um sie dann auch zu bekommen? Also anders gesagt, wie lange muss ich mich zurückhalten, es mir zurückhalten, um aus Scheiße Gold gemacht zu haben? Es gleicht, so könnte man sagen, einer psychischen Alchemie, die hofft, die daran zu glauben scheint, dass, wenn die Verstopfung nur stark und der Druck nur groß genug ist, sich aus dem Dreck tatsächlich Gold ergibt. Liebe und Lust wird so zum Opfer einer gewissen Rationalisierung. Wenn Mutti keine Schlampe ist, dann muss sie also eine Heilige sein.